Die aus dem 12. Jahrhundert stammende Burg Katzenstein hat in der Laurentiuskapelle ein Juwel. Dieses wird in diesen Wochen aufpoliert. Die meist sakralen Wandmalereien, die zum Teil hunderte Jahre alt sind, wurden letztmals vor 40 Jahren restauratorisch betreut. Die Vorgehensweise heute ist eine andere als damals. Die Schäden in der Kapelle werden als dramatisch beurteilt. Die Instandsetzung der Malereien, das Schließen von Hohlräumen hinter dem Putz ist aufwendig und dauert bis in den Sommer. Weil neben der Schlosskapelle über einem Küchenbau ein Dach fehlte, konnte das vorhandene Mauerwerk die Staunässe aufsaugen und Salpeter neu aufblühen lassen. Wir haben mit der Restaurierung der Kapelle, die jetzt die nächsten Monate hier laufen soll, letzte Woche erst begonnen. Wir sind jetzt momentan im Einarbeitungsprozess. Das heißt, wir testen verschiedene Arbeitsschritte. Teilweise haben wir auch einzelne Bereiche schon abgeschlossen. Und jetzt in dem zweiten Schritt ist mein Kollege da oben, das wird man dann vielleicht noch sehen, gerade beschäftigt, die Malschicht zu festigen. Das heißt, wir haben hier einzelne Bereiche, wo die Malschicht, die eigentliche Malerei in Schollen von der Wand sich ablöst. Und das muss also vorsichtig wieder verklebt werden. Das, ich denke, das können Sie dann oben sehen. Das war eine Trockenreinigung, das heißt, man muss hier sehr vorsichtig mit den Oberflächen umgehen. Man kann die nicht, logisch nicht irgendwie feucht abreinigen. Das heißt, wir haben Spezialstaubsauger, die zum Beispiel so einen Schimmelfilter haben, damit man keine feinen Stäube und Schimmel im Raum verteilen könnte. Vor Jahrzehnten war die Laurentiuskapelle als Ziegenstall genutzt worden. Die Folgen lassen sich noch heute in dem alten Mauerwerk feststellen und kaum in den Griff bekommen. Dem Burgeigentümer Michael Numides Walter ist die Beseitigung dieser Schäden Herzensangelegenheit. Und so ließ er 2013 über dem erwähnten Küchenbau ein Dach zimmern.